So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist 21:15 Uhr und somit handeln die Märkte ja noch in Amerika. Blicken wir zunächst auf die Indikation des Hang Seng Index. Hier ist jetzt endlich ja ein Verkaufssignal entstanden mit dieser und mit der folgenden Kerze. Da es sich aber jetzt hier bei lediglich um eben eine Indikation handelt, muss man morgen noch den Kurs schon noch im regulären Handel beobachten. Aber hier wurde jetzt, nachdem die Kursziele erreicht worden sind, wurde auf ein Verkaufssignal gewartet. Und heute Morgen hatte ich ja hier das gezeigt. Diese Bewegung ist jetzt exakt dann diese Bewegung eben, ja. Hier könnte jetzt eben was fertig sein und somit würden auch heute oder einige Marktteilnehmer haben dann auch Gewinne mitgenommen. Wir hatten es ja hier unten mitgenommen. Beim Nikkei kann ich auch schnell auf Indikation umstellen. Aber hier hat man ja auf Guidance die echten Kurse. Nämlich auch diese Indikation. Hier sieht man, wie er 1, 2, 3 Kerzen eben abgeprallt ist. Daneben eine negative und die Kerze ist jetzt wieder so eine Inside Day. Zwar nicht ganz im Kerzenkörper, aber kann man als Inside Day verbuchen. Nichtsdestotrotz, ja, hier bei der Indikation gefällt mir eigentlich das Bild. Dann kann man hier eigentlich den Stopp nur auf das letzte Tief legen und abwarten, ob das hält und sich dann die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Klar kann man eben auch, was heute Morgen erwähnt worden war, da stand ja hier der Index noch bei 16.750 Punkten, dass man hier die Position glattstellen kann und gleichzeitig ein neues Kauflimit hier oben. Also hier passt es bei den asiatischen Indizes weiter recht gut. Schauen wir mal die Alphabet an, die kommt hier nicht weiter runter. Diese ehemalige Widerstandszone, die jetzt natürlich eine Unterstützungszone ist, hält und kommt also nicht weiter nach unten. Da kommen wir nämlich auch gleich zum Nasdaq. Doch bevor man zum Nasdaq kommt, wollte ich hier mal noch kurz den DAX im Tageschart besprechen. Da gab es eine längere Analyse, welche Wegstrecken man diese Woche traden kann. Da war hier im Tageschart diese Wegstrecke gemeint. Oder eben dann von unten die Kaufzone hier. Bislang liegt er dann in der Mitte. Ganz den Widerstandslevel wurde nicht erreicht. Und eben auch noch nicht die Zone. Allerdings im Tageschart wurde ja gestern hier diese Zone erstmal nahezu perfekt abgearbeitet. Dann gab es einen Rücklauf. Und hier dann, wie der andere Pfeil sich hier so genau darstellt, sogar mit der ja, Pfeilspitze wieder das Tief erwischt. Dann gab es eben eine Erholung. Deswegen schauen wir uns auch gleich die Nasdaq an. Hier ist das Bild wichtig, oder wir können auch nachher noch bei J in den Stream reinschauen. Aber schauen wir es mal hier an. Da war eben diese Zone gemeint. Entweder direkt plus Schlusskursbasis, die Triggermarke, wurde hier aktiviert und dann hieß es an der Oberkante des Rainbows dann trailen. Und wenn man wieder hier sieht, dass eben natürlich die EMAs eher auf Schlusskurs oder nicht eher, sondern immer auf Schlusskursbasis eben gut funktionieren, wäre man hier jetzt noch drinnen aktuell und sonst eben ausgestoppt. Aber ich habe ja auch dann geschrieben, rund 15 Punkte, wenn das hier aktiviert wird. Und hier kann man auch sich natürlich auch am Vorgängerhoch orientieren. Schauen wir mal noch, was hier eine mögliche. Ja. Hier hält sich das auch alles in dem Rahmen hier noch ab. Mal schauen, wie sich das noch hier entwickelt. Was gab es sonst noch? Nasdaq hauptsächlich.
Hier dieses Setup, da liegt man im Plus. In dem Forex ein paar britische Pfund, australische Dollar. Und sonst gab es hauptsächlich eben DAX-Updates, was ja auch wichtig war. Hier eine Zielzone erreicht. Die zweite, wie gesagt, war dann eher auch die Pfeilspitze von dem vorigen Setup, was jeder in der langen Analyse eigentlich bekommen hat. Der SDAX hat hier ja, wie gestern erwähnt, die Marke erreicht. Sollte jetzt hier weiter nach unten gehen. Und das ist jetzt hier auch eine bärische Kerze. Also von den Indizes könnte noch ein bisschen Druck aufkommen. Der DAX darf hier mit der Korrektur fast schon fertig sein. Natürlich idealer, und dann schauen wir eben nochmal eben diesen Tageschart an. Also wirklich ein Rücklauf an dieses Ausbruchsniveau wäre ideal. Und warten wir mal ab, was er eben noch macht. Sonst noch ein Blick auf Gold und Silber. Gab es ein bisschen Volatilitäten, Tiefs nicht unterschritten, auch das Widerstandslevel oben nicht. Gibt es also kaum was Neues zu sagen. Hier noch im Wort, jetzt ist ja auch, aber es war glaube ich auch schon gestern komplett auch wieder die Pfeilspitze abgearbeitet worden. Mit Silber ging hier 1, 2, 3, 4, 3, 4 Kerzen, pendelten hier um den EMA 200 herum. Die Linie temporär verlassen worden. Mit der Kerze, ja, auch mal, wenn man hier die Trendlinie noch beachten soll, hier dann abgeprallt. Aber eigentlich zählt die dann woanders, aber ist jetzt hier auch nicht ganz entscheidend. Entscheidend ist entweder die Linie, diese Trendlinie, und zudem wäre eigentlich auch es recht schön, wenn es hier weiter nach unten fällt. Morgen früh geht es dann weiter. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen.